Begrüßen Sie bitte mit uns ganz herzlich hier auf der Bühne den Geschäftsführer, den Gründer von Makro Mediendienst und auch den Hauptinitiator Hans-Martin Schemp. The true meaning of life. We are visitors on this planet. We are here for 90 or 100 years at the very most. During that period, we must do something good, something useful with our lives. If you contribute to other people's happiness, you will find the true goal, the true meaning of life. Yes. Der wahre Sinn des Lebens. Wir sind Besucher auf diesem Planeten. Wir sind hier für 90 oder höchstens 100 Jahre. Während dieses Zeitraums müssen wir versuchen, etwas Gutes zu tun, etwas Nützliches zu tun mit unserem Leben. Wenn du einen Beitrag leistest zum Glück anderer Menschen, dann wirst du das wahre Ziel, den wahren Sinn des Lebens finden. His Holiness the 14th Dalai Lama. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama. Guten Morgen und herzlich willkommen beim One World Family Symposium. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und unsere zahlreichen Gäste und Referenten, die aus Nicaragua, aus Chile, aus Ägypten, aus Indien und vielen Ländern angereist sind. Ganz herzlich willkommen in Stuttgart. Gleich zu Beginn möchte ich Ihnen zwei beeindruckende Geschichten erzählen. Ein vielfach ausgezeichneter Wirtschaftswissenschaftler, der an vielen großen Universitäten dieser Welt gelehrt hatte, begegnet irgendwo in Südamerika von Angesicht zu Angesicht der Armut, der wirklichen, der bitteren Armut. Zum ersten Mal in seinem Leben wird ihm klar, dass all die Theorien und Lehrinhalte, die er bisher vermittelt hatte, weder die Armut erklären, noch helfen können, sie zu beseitigen. Diese Erkenntnis bewegt ihn so sehr, dass er in der Folge die Barfußökonomie entwickelt. Ein Modell, das zeigt, Wirtschaft kann auch ganz anders, ganzheitlich funktionieren und dabei die menschlichen Bedürfnisse berücksichtigen. Er wurde dafür mit dem alternativen Nobelpreis geehrt. Professor Manfred Max Neef. Und ich freue mich saumäßig, dass er heute bei uns ist. Begrüßen Sie mit mir Professor Manfred Max Neef. Die zweite Geschichte. Eine Rentnerin aus Augsburg verbrachte ihren Urlaub am Strand in Sri Lanka. In einer Gegend, wo zuvor der Tsunami tausenden Menschen den Tod gebracht und noch mehr Menschen alles Hab und Gut, auch das Obdach genommen hat. Stellen Sie sich vor, unglaublich, aber wahr.
Ein circa 12-jähriger Junge bietet ihr Liebesdienste an. Sie war völlig schockiert und konnte es überhaupt nicht fassen, dass Kinder auf diese Weise ihr Überleben und das Überleben ihrer Familien sichern mussten. Sie hatte schlaflose Nächte. Das ließ sie überhaupt nicht mehr los, auch als sie wieder zu Hause war. Sie entschloss sich, etwas zu unternehmen. Sie ging zurück nach Sri Lanka, suchte und fand Gleichgesinnte, erwirkte die Unterstützung von Frau Dr. Ohoven, UNESCO-Sonderbotschafterin und Gründerin der UNESCO-Stiftung Bildung für Kinder in Not, die für das notwendige Land sorgte. Und heute gibt es genau dort die UNESCO Village. Eine Schule, ein Waisenhaus, Ausbildungsstätten und neues Zuhause für 50 Familien. Alles geschaffen durch die Initiative einer einzelnen Person. Nicht reich, nicht mächtig, aber mit einem Herz für die Mitmenschen, denen sie ihre Kraft, ihre Kreativität und ihre Zeit widmet. Elfriede Süß. Elfriede Süß kann leider nicht bei uns sein, denn sie ist in Sri Lanka und kümmert sich um ihr wunderbares Projekt. Warum erzähle ich Ihnen das? Erstens, es gibt wunderbare neue Konzepte und Ideen für ein besseres Miteinander. Zweitens, jeder kann, so er nur will, völlig unabhängig vom sozialen Status, einen ganz wesentlichen Beitrag leisten, um die Verhältnisse auf dieser Welt zu verbessern. Leben wir nicht in einer ziemlich verrückten Welt? Um Geld kümmern wir uns in Bruchteilen von Sekunden. Das machen Computer. Um die wahren menschlichen Bedürfnisse nicht. Oder nur in völlig unzureichender Weise. Vor 25 Jahren hatten wir 350 Millionen Hungernde auf der Welt. Ihre Zahl haben wir auf über 1 Milliarde anwachsen lassen. 46 Millionen Menschen sind auf der Flucht und haben ihr Zuhause verloren. Und die Konflikte und Probleme nehmen nicht ab, sondern zu. Es gibt viele Organisationen, die vielfältige Anstrengungen unternommen haben, um ein besseres Miteinander zu erreichen. Sie konnten aber nicht wirklich eine Trendwende in der Negativentwicklung bewirken. Die Frage ist also, wie bringen wir die Dinge ins Lot? Wie schaffen wir lebenswerte Verhältnisse für alle Menschen? Einer, den Sie alle kennen, der wirklich die Welt bewegt hat, Mahatma Gandhi, hat wohl erkannt, wie dies zu bewerkstelligen sein könnte. Er hat nämlich gesagt, you must be the change that you want to see in the world. Du selbst musst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen möchtest. Und genau hier setzt One World Family an. Wir wollen Öffentlichkeit schaffen für neue Ideen und Konzepte, für ein besseres Miteinander, die zeigen, es geht auch anders, nachhaltig, Win-Win für alle. Und Öffentlichkeit schaffen für Beispiele und Vorbilder, die zeigen, jeder Einzelne von uns kann, so er nur will, einen wesentlichen Beitrag leisten zur Beseitigung von Not und zur Förderung des Gemeinwohls. Gleichzeitig sollen diese Beispiele und Vorbilder so viel wie möglich Menschen inspirieren, mitzumachen,
sich in bestehende Projekte einzubringen oder selbst initiativ zu werden. Worum geht es? Es geht darum, mitzuwirken, dass wir wirklich eine Weltfamilie werden, in welcher jeder Einzelne Verantwortung übernimmt im Rahmen seiner Mittel und Möglichkeiten für das Wohlergehen seiner Mitmenschen und der ganzen Schöpfung. Durch die neuen Medien haben wir einzigartige Möglichkeiten, Dinge in Gang zu setzen. Deshalb will die One World Family Stiftung auch mit Hilfe der Internetplattform One World Family EU Menschen, Gleichgesinnte vernetzen, Wissen teilen und Kooperation auf allen Ebenen fördern. Und nun zum Schluss. Lassen Sie sich inspirieren. Nehmen Sie Ideen mit. Machen Sie Ihre eigene Geschichte. Denn eines ist inzwischen nach der Forschungsarbeit von Professor Spitzer, Universität Ulm, wissenschaftlich erwiesen. Helfen macht glücklich. Ist es nicht genau das Glück, was wir uns alle wirklich wünschen? Ich danke ganz herzlich Frau Dr. Alma Obama und dem Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, Fritz Kuhn, für die Übernahme der Schirmherrschaft unserer Veranstaltung und Ihre wertvolle Unterstützung. Und auch Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen inspirierenden Tag. Vielen Dank.